Stell dir vor, du stehst an einer Bahngleise und siehst eine Straßenbahn, die auf 5 Gleisarbeiter zurollt, die davon nichts mitbekommen. Die Straßenbahn kann nicht mehr bremsen und droht, die Gleisarbeiter zu überfahren. Zum Glück befindet sich vor dir ein Hebel, mit dem du das Gleis umstellen kannst, um die 5 Gleisarbeiter zu retten. Leider befindet sich aber auf dem anderen Gleis auch ein Arbeiter, der dann von der Bahn überrollt werden würde. Würdest du die Weichen umstellen und den Tod einer Person in Kauf nehmen, um das Leben von 5 Personen zu retten? Dieses philosophische Gedankenexperiment nennt man das Trolley-Problem. Es wurde von Philippa Foot entwickelt, um zu zeigen, wie wir uns in einem moralischen Dilemma entscheiden würden. Die meisten Menschen würden sagen, es wäre richtig, die Weiche umzustellen, weil ein Toter besser ist als 5 Tote. Anders sieht es aus, wenn man sich das Experiment ohne die Weiche, aber mit einer Brücke vorstellt, auf der du und ein sehr dicker Mann stehen. Du könntest die Straßenbahn nur aufhalten, indem du den dicken Mann auf die Gleise schubst. Dabei rettest du die 5 Gleisarbeiter, jedoch stirbt der dicke Mann. Würdest du seinen Tod verursachen, um 5 Leben zu retten? Das Ergebnis ist dasselbe, aber in diesem Fall würden viele Menschen intuitiv sagen, es wäre nicht richtig, den dicken Mann auf die Gleise zu schubsen. Aber worin besteht der Unterschied? Die erste Denkweise betrachtet die Konsequenz der Handlung als ihren Bewertungsmaßstab. Deswegen nennt man sie eine konsequenzialistische Ethik. Im Ergebnis ist es besser, wenn nur eine Person stirbt, anstatt 5. Die zweite Denkweise betrachtet das Handlungsprinzip. Man nennt das eine deontologische Ethik. Man darf keinen Menschen töten. Das Interessante am Trolley-Problem ist, dass wir uns je nach Handlungskontext anders entscheiden. Obwohl wir in beiden Situationen vor demselben Dilemma stehen, zwischen der positiven Pflicht, Menschen zu retten, und der negativen Pflicht, keinen Menschen zu töten. Es gibt zudem zahlreiche Abwandlungen des Trolley-Problems, um das Dilemma noch zu verdeutlichen. Würdest du die Weichen auch umlegen, wenn einer der Gleisarbeiter dein bester Freund ist? Oder ab wie vielen Menschen auf den Bahngleisen würdest du dich doch dafür entscheiden, den dicken Mann von der Brücke zu schubsen?